Einen schönen guten Abend, ein paar Minuten später als gedacht. Aber dafür habe ich schon mal eine coole Information für euch. Also heute geht es um das SMART-Prinzip, wie ich ein Ziel finde, was ich dann auch durchhalten kann. Und da mich einige angeschrieben haben, dass das so schade ist, dass das nach 24 Stunden in dem Livestream wieder weg ist, habe ich jetzt einen YouTube-Kanal mal eben eröffnet. Er gesagt, mein Sohn hat das für mich gemacht. Das heißt, ich werde das 24 Stunden bei Insta online lassen und dann im YouTube-Kanal stehen lassen, reinposten, wie man das auch immer bezeichnet. Und den Link dazu findet ihr in meiner Bio bei dem Linktree. So, jetzt habe ich, glaube ich, alle Technik gut erklärt. Also, genau, ich habe es wahr gemacht. Okay, dann sage ich nochmal, schön, dass ihr alle da seid. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um, wie setze ich mir ein Ziel, was ich auch durchhalten kann und erreichen kann. Und zwar nach dem SMART-Prinzip. Da steht jeder Buchstabe für etwas, natürlich. Ja, ist ja klar. Ja, supi. Hi, da bist du ja auch. Und zwar, S steht für spezifisch. Ich nehme nochmal das Beispiel von gestern. Wenn ich sage, ich will weniger wiegen, dann ist das nicht spezifisch. Dann ist das, ich hätte jetzt beinahe gesagt, in die hohle Hand geschissen, aber so sagt man das natürlich nicht. Ja? Also, wenn, jetzt überlegst du mal, womit hat dein Ziel über... Ja, das mache ich doch schon. Okay, die Info gebe ich nochmal am Ende. Also, wir sind mal bei den Zielen. Du suchst dir jetzt einen Bereich aus, wo du ein Ziel erreichen möchtest. Ist es Gesundheit? Ist es deine Figur? Ist es Sport? Ist es ein neuer Job? Ist es mehr Lebensglück? Keine Ahnung. So, und dann, wenn du den Bereich hast, kannst du das Ziel schon mal so grob anvisieren. Und dann ist es wichtig, dass du dir ein ganz spezifisches Ziel nimmst. Also, wenn du abnehmen möchtest, heißt es, ich möchte 3 Kilo, 5 Kilo, 8 Kilo. Also sehr speziell sein. Ja? Das wäre der erste Schritt. Und es geht auch nicht, ich wünsche mir, dass die anderen mich nicht mehr ärgern. Das geht nicht. Es muss ja was mit dir zu tun haben, weil Ziele kann man nur selber erreichen und nicht anderen aufs Auge drücken. Und du kannst auch nicht sagen, der Chef soll nicht mehr so blöd mit mir umgehen. Du könntest höchstens sagen, bis dahin will ich mich durchgesetzt haben oder einen anderen Zugang dafür bekommen haben. So, also erstmal sozusagen der Bereich, in dem du was erreichen willst. Das Zweite ist da schon mit drin ein bisschen, es muss messbar sein. Ne? S für spezifisch, M für messbar. Ja, also messbar heißt auch terminiert. Also wenn ich sage, ich will irgendwann 5 Kilo weniger wiegen, dann kann das sein, naja, wenn ich 70 bin, da wiege ich auf jeden Fall weniger, so ungefähr, weil im Alter irgendwie alles nachlässt oder so. Das heißt, das zählt auch nicht. Also ein spezifisches Ziel, wie zum Beispiel, ich will 3 Kilo abnehmen und dann messbar, wann will ich das Ziel erreichen? Ja, das gilt für alle Ziele, auch für das, was du sagst, wo ich vielleicht möchte einen neuen Job oder auch, ich sage jetzt mal, glücklicher sein. Auch da kann man sich ein Ziel setzen und sagen, bis dann und dann will ich dieses erreicht haben und spezifisch messbar. Das heißt, ich mache das an den und den und den Dingen fest. Also, wenn ich es schaffe, zum Beispiel regelmäßig aufzustehen, aus dem Bett zu kommen, mal in Richtung Depressionen gedacht, meinen Alltagswahnsinn zu schalten, dann wäre das auch was Messbares. Ja? Ich brauche Marker sozusagen, an denen ich mein Ziel messen kann. Also spezifisch, messbar. Dann muss es ein akzeptiertes Ziel sein. Ja, was heißt denn das jetzt schon wieder? Na, das ist doch klar, du musst es wollen. Ja, es nützt dir kein, die Simone ist auch da, juhu, es nutzt kein Ziel,
was dir jemand anders sagt. Also wenn dein Papa sagt, du sollst mehr lernen für die Uni oder weiß der Kuckuck was, du sollst erfolgreicher sein, dann ist das völlig Schnuppe, weil es nicht dein Ziel ist. Ja? Also akzeptiert heißt, es muss dein Ziel sein und nicht das, was die Außenwelt dir suggeriert. Das heißt, wenn du abnehmen willst, überleg wirklich, ob du abnehmen willst oder ob die anderen dir sagen, Mom, Pfund weniger wären aber gut. Guck mal, hier sieht man so mein Doppelkinn. Ja, also das muss man schon genau differenzieren. Akzeptiert heißt, es muss von dir akzeptiert sein. Hi, Ferda. So, was ist dein Ziel und was, also es muss spezifisch sein, es muss messbar sein, für M, es muss attraktiv sein, akzeptiert sein, für dich gut sein, dann ist es gut. So, der dritte Punkt ist R, realistisch. Ich kann mir natürlich nicht vornehmen, ich nehme 3 Kilo in einer Woche ab. Das ist ja totaler Käse. Das heißt, ein Ziel können wir nur dann erreichen, wenn es auch realistisch ist. Ja? Das heißt, ich muss mir ein Ziel oder das so terminieren von dem Zeitpunkt, von der Messbarkeit, dass ich es auch schaffen kann. Das ist ganz wichtig, sonst wird das nichts. So. Und dann kommt das T, ne, das Terminierbar, kommt nochmal hinzu, dass ich das ganz klar sagen kann, so muss es sein, bis dahin. Und ich füge noch 3 Punkte hinzu, nämlich es muss persönlich, positiv und im Präsens sein. So, wie würde das jetzt aussehen, wenn man das formuliert? Wenn ich jetzt mein, das ist immer so das Einfachste als Beispiel, wenn ich jetzt mein Gewicht nehme, dann sage ich, okay, ich denke mir jetzt, ich möchte 5 Kilo abnehmen, dafür gebe ich mir, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 2 Monate, sind so 8 Wochen, ja, also 5 Kilo in 2 Monaten. Und dann würde das heißen, Präsenz und positiv formuliert, ich denke mich mal weiter, als wenn ich das Ziel schon erreicht hätte. Also heute haben wir den, ich weiß es gar nicht, was haben wir denn heute? Heute haben wir den 24.04. Also, dann wäre mein Ziel zum Beispiel so formuliert, es ist der 24.06., 2 Monate später, ich stehe auf der Waage und ich bin überglücklich, weil alle Entbehrung hat sich gelohnt, die 5 Kilo sind weg. So, das ist ein positives Ziel, formuliert im Präsens mit einer klaren Terminierung mit sozusagen etwas ganz, ganz Konkretes. Hi, Ivy. So. Aber wenn du das nicht machst, wird es nicht funktionieren. Also, es muss immer ganz klar sein. Ich meine, die Ivy, die hat es leicht, die sagt einfach, ich will an dem so und so vielten da stehen und mein Abi-Zeugnis in der Hand halten. Das ist dann relativ einfach, ja. Aber egal, welches Ziel ihr habt, ob das beruflich ist, ob das eine Morgenroutine ist, ob das Abnehmen ist, ob das Sport ist, ob das ein neuer Job ist, ja, macht es nach diesem Prinzip. Also spezifisch für S, messbar für M, A für attraktiv, R für realistisch und T für terminierbar. Ja? Und jetzt kommt der ganz entscheidende Schritt. Also das ist so ein Prinzip, das gibt es in allen schlauen Business-Büchern und ich weiß nicht was, Erfolgsbüchern, das musst du machen, damit du, ja, das mache ich gleich, damit du nach vorne kommst, ja. Aber der zweite Schritt ist, dass wir dazu ein positives Gefühl koppeln müssen. Da sage ich gleich noch was zu, weil hier kommt gerade eine Frage. Könntest du noch ein realistisches Beispiel, Ziel formulieren in Bezug auf Therapie, Depressionen, Traumata? Ja, letztendlich sind das jetzt viele, Therapie, Depressionen, Traumata. Ja, genau, also das Ziel, es sind jetzt 3 Punkte, wir nehmen mal Depressionen, ja? Da wäre das Ziel zu sagen, okay, was ist realistisch? Realistisch ist, dass Depressionen nicht in 2 Wochen weggehen und auch nicht in 2 Monaten. Ja? Aber realistisch ist schon, dass man in einem halben oder dreiviertel Jahr aus dem Gröbsten raus sein kann.
Das heißt, ich würde mal jetzt sagen, 9 Monate. Dann wäre das schon mal mein Termin. Ja? So, messbar. Woran messe ich denn Depressionen? Das kommt erst darauf an, wie schwer es dich erwischt hat. Ja? Ob du deinen Tagesplan geschafft kriegst, ob du aus dem Bett kommst, ob du Freizeitaktivitäten nachgehst, ob du deine Freunde noch triffst, ob du, ja, wie oft du im traurigen Jammertal hängst. So, das sind messbare Dinge. Ich kann zum Beispiel sagen, in 9 Monaten habe ich das geschafft, dass ich jede Woche einmal eine Freundin besuche. In 9 Monaten habe ich das geschafft, dass ich, egal wie es mir geht, meinen Tagesplan einhalte. Oder ich kann auch sagen, all das, was ich gerade aufgezählt habe, habe ich in 9 Monaten geschafft. Ja? Und dann wäre meine Zukunftsprojektion, wir haben jetzt den 26.04., nee, den 24., oh, ist ja auch egal. Also ich sage jetzt mal den 26.04. plus 9, wäre der 26.11. Komm, machen wir Weihnachten draus. 10 Monate. Rechne ich richtig? Wahrscheinlich nicht. Wir sagen mal bis Weihnachten. Dann wäre das mein Ziel. Weihnachten, es ist Weihnachten 2018 und ich feiere das Familienfest voller Freude und Lust und alle Traurigkeit ist aus meinem Leben verschwunden und ich genieße den Tag mit meiner Familie und die ganze Traurigkeit und das Nicht-Aufstehen und Tiefe liegt hinter mir. Ja, so, das wäre dann zum Beispiel so ein formuliertes Ziel. Und jetzt kommt der zweite Schritt, der ist ganz, 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 ganz elementar wichtig. Ja, weil ohne den geht das nicht. War gerade geschrieben, ja, habe ich genug Ziele, aber ich gebe so oft auf. Ja, und ich glaube, das ist der Punkt. Wenn wir das Ziel so formuliert haben, ja, dann geht es darum, mal in sich zu gehen und zu fühlen, wie sich das anfühlen wird, wenn ich das erreicht habe. Ja, also fühl mal rein. Ich stehe auf der Waage und ich habe es geschafft. Yeah, es ist Weihnachten und alle Traurigkeit ist weg. So, und dazu brauche ich ein Gefühl. Ja, unser ganzes Streben geht nur über Traurigkeit oder Stress und Freude. Ja, wir müssen Stress vermeiden und Freude gewinnen. Wenn wir mit unserem Ziel nicht genug Freude verknüpfen, dann schaffen wir es nicht. Ja, das heißt, der Trick ist, dieses Ziel sich nach dem SMART-Prinzip auszumalen, auszudenken, am besten aufzuschreiben in einem knackigen Satz, ja, gar nicht 3 Kilometer, ein knackiger Satz, und dann ein Gefühl dazu aufzubauen, wie geil sich das anfühlen wird, wenn ich das erreicht habe. Wie geil das ist, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Und da muss ich ein Gefühl zu haben, da muss ich so sagen, yeah, wow, geil, krass, toll, das ist Bombe, super, dass ich durchgezogen habe. Ja? Und wenn du das hast, dann wäre das gut, wenn du das daran jeden Morgen, wenn du aufstehst, bevor du lostippelst aus deinem Bett raus, nimmst du Kontakt auf zu deinem Gefühl und zu diesem geilen Gefühl, dass du es geschafft hast. Dann schließt du nochmal die Augen und sagst, ja, yeah, es ist der 26.04., ich stehe auf der Waage und die 5 Kilo sind weg. Oder es ist Heiligabend, ich freue mich wie Bolle, das erste Mal seit Lichtjahren auf dieses Fest, weil der Scheiß ist vergessen. Ja? Und dann Kontakt aufnehmen und 30 Sekunden innezuhalten. Hier schreibt eine, mein Ziel ist es, bis Pfingsten clean zu bleiben und ich hoffe, ich halte es durch. Ich kann dir nur sagen, mach das so. Du hast schon du hast es schon terminiert, du hast es messbar, super. Und jetzt nimm dazu ein gutes Gefühl auf. Nimm da ganz ein gutes Gefühl auf und denk so, ja, das ist so cool, wenn ich dieses Ziel erreiche. Das fühlt sich so cool an. Und das machst du dann morgens, nimmst du da Kontakt zu auf, bevor du sozusagen in den Alltag startest. Und wenn du ins Bett gehst, machst du das auch. Ich weiß nicht, wie man die Kommentare ausblenden kann. Amir, ich habe keine Ahnung. So. So, und wenn du dann mit dem Gefühl, ja, vor dem Gefühl, mit diesem Gefühl ins Bett gehst, dann kannst du auch viel besser einschlafen. Das hat noch so einen Effekt, weil wenn man mit so einem Gefühl von, ja, das kann ich, das schaffe ich, das werde ich, ins Bett gehen, dann können wir viel besser einschlafen. Okay.
Ja, klar. Deshalb, ich lese mal vor, fühlt es sich innerlich wie eine Blockade an, dass ich Angst habe vor weiteren Enttäuschungen und Verletzungen von außen. Genau, aber dann bist du im Außen, du bist nicht bei dir. Ja? Ein Ziel, gut formuliert, das hat immer was mit dir zu tun und nicht mit der Außenwelt. Wenn du abnehmen willst, dann kannst du ja auch nicht sagen, ja, aber die anderen sagen dann vielleicht, ich bin zu dünn oder es reicht nicht, was ich abgenommen habe. Ja, es wird immer im Leben Menschen geben, die dich enttäuschen oder die dir blöd kommen. Aber wenn du dich von vornherein davon sozusagen beeindrucken lässt, dann brauchst du gar nicht erst anzufangen. Das ist so ein bisschen, wer gar nicht kämpft, hat vorher schon verloren und wer den Kampf aufnimmt, hat zumindest sich die Chance gegeben oder versucht, die Chance zu geben, es zu schaffen. Also das finde ich verständlich, aber damit schießt du dir selbst ins Knie. Hier schreibt jemand, ich brauche professionelle Hilfe und mein Ziel ist es, mich endlich zu trauen, nach Hilfe zu suchen. Ich weiß nur nicht, wie ich das zeitlich begrenzen soll. Na, das ist doch einfach. Also ich meine, professionelle Hilfe, Hilfe zu suchen. Du könntest zwei Ziele dir setzen, nämlich einmal bis ein Ziel, bis du gesagt hast, genau, du könntest bis zu dem Tag X 10 Therapeuten anrufen. Super Mitarbeit hier. So, das heißt natürlich noch nicht, dass die Therapeuten Platz frei haben. Aber der erste Schritt wäre, um deine Hemmschwelle zu halten, ne, von realistisch, positiv, keine Ahnung, 2 Wochen. In 2 Wochen habe ich es geschafft und habe 10 Therapeuten angerufen. Das wäre der erste Schritt. Ja, und Therapie hat lange Wartezeit, da muss man echt hartnäckig sein. Da muss man sich vielleicht auch ein halbes Jahr geben. Und erfahrungsgemäß muss man da ein bisschen mehr auf die Tränendrüse drücken, damit die Not deutlich wird. Genau. Also, ich hoffe, ihr habt das SMART-Prinzip verstanden. Ja, es muss spezifisch sein, messbar, attraktiv, realistisch und terminierbar. Und wenn ihr das habt als Einsatz, macht es echt jetzt vielleicht direkt im Anschluss und schreibt euch euren Satz auf, das, was ihr als Ziel erreichen wollt. Ja? Und wenn ihr das habt, dann nehmt Kontakt zu dem Gefühl auf, wie das ist, wenn ihr das geschafft habt. Das ist das Allerwichtigste, dass ihr sagt, oh, das fühlt sich so krass an, wenn ich das geschafft habe. Egal was kommt, das ist der Oberburner. Und dann nimmst du jeden Morgen 30 Sekunden dir Zeit und jeden Abend 30 Sekunden. Hey, das ist eine Minute am Tag für dein Ziel. Das ist nix. Ja? Und gehst damit sozusagen ins Bett und wachst damit auf. Und ich verspreche dir, dein inneres System wird die Möglichkeiten suchen. Weil, das habe ich in meinem anderen Livestream gesagt, dass wir unseren automatischen Peilsender anschmeißen mit dem, worauf wir uns fokussieren, ja, weil 85% unterbewusst, unbewusst laufen. So, okay. Ja, ich kann euch nur ermutigen, probiert es aus. Ich habe Speicher das Video wieder 24 Stunden in meiner Story und für alle, die das dann immer noch nicht lesen können, ist es dann auf YouTube. Ja, yeah, ich habe seit heute einen YouTube-Kanal. Ihr dürft da dann in meinem Linktree, könnt ihr da hinklicken und dann findet ihr das. Auch das von gestern ist da schon. Und da werdet ihr dann auch alle zukünftigen finden, damit ihr in der Reihenfolge das nachgucken könnt, wenn ihr wollt. Und ich freue mich natürlich über Abonnenten, klare Sache. Und über Likes freue ich mich auch, weil ich möchte ja was bewegen. Ich möchte für ein bisschen mehr Glück und Zufriedenheit in dieser Welt beitragen. Und das geht nur, wenn ihr mir alle mithelft. Genau, jetzt habe ich es mal charmant frontal gesagt. Alles klar. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Liken, linken und kommentieren oder so. Ach, diese ganzen Sachen.